Er ist immer so schüchtern. Da bin ich auch. Alter, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Und Special Guest Random Brain. Heute auf der EM Berlin live. Und heute mal endlich eine weitere Folge Hongs YouTube Guide. Wir haben den Guide angefangen wegen ein paar Kindern aus Funtainment. Die haben zu hart gelitten und haben auch schon wieder aufgehört, bevor sie überhaupt angefangen haben. Ich hoffe, ihr andere da draußen habt noch nicht aufgehört und versucht es weiterhin. Und da hat jetzt Random Brain mal einen hoffentlich interessanten Tipp für euch. Ja, also ich habe zwei Tipps. Ich weiß nicht, ob ihr das schon durchgenommen habt. Im Endeffekt, was ihr tatsächlich auf YouTube macht, ist vollkommen egal. Ihr müsst nur zwei Dinge mitbringen. Das erste ist erstmal eure Persönlichkeit. Ihr müsst selbst euch vernünftig darstellen im Video. Und viele denken, das machen sie schon, aber viele sind halt sehr aufgeregt vor der Kamera und verstellen sich automatisch damit vor der Kamera. Sie sind sehr unnatürlich. Und wenn ich meistens jetzt vor der Kamera bei mir zu Hause bin, dann ist es schon fast so, als ob ich mit meinen Freunden einfach rede. Ich sehe gar nicht mehr die Kamera. So, das ist erstmal so der erste Tipp. Erstmal sei so natürlich wie möglich. Wenn ich verstehe, ist es nachher schwierig, das nachher diese Fassade aufrechtzuerhalten. Und die zweite Sache ist, das wird ein schöner Cut. Das muss ich kurz überlegen. warte mal, was war das zweite nochmal? Bei uns gibt es keinen Cut, aber. Super, sehr gut, alles live. Was war nochmal die zweite Sache? Vielleicht während du überlegst, eine Zwischenfrage. Wie kann man das denn am besten üben und trainieren, dass es natürlich herüberkommt? Ich glaube, das kommt echt nur einfach immer die ganze Zeit ausprobieren, üben, aufnehmen. Es kommt mit der Zeit, glaube ich. Ich war auch von Anfang an nicht so einfach super gut drauf und so. Und hatte auch dieses, ich mache jetzt ein Opening, das war jetzt am Anfang so und jetzt bin ich halt lockerer geworden mit der Zeit. Das ist halt das Wichtigste, dass man sich selbst darstellt. Der Content nachher ist vollkommen irrelevant. Also ihr könnt euch eure eigenen Formate ausdenken, ihr könnt andere Formate adaptieren von anderen Leuten. Welches Format ihr im Endeffekt macht, ist vollkommen egal. Solange ihr euch vernünftig darstellt, ist das alles okay. Auch Uploadplan und so muss nicht unbedingt sein. Solange ihr halt euer Ding macht und ihr halt authentisch rüberkommt, dann werden die Leute auch euren Content folgen. So, das ist der wichtigste Tipp, den ich so mitgeben kann. Ich weiß, dass ihr noch was Zweites hat, aber mir fällt es einfach gar nicht ein. Ja, aber das ist so das Wichtigste, was ich euch mitgeben kann. So, im Endeffekt ist sonst scheißegal, was ihr macht. Danke für den Tipp. Ich hoffe, er kann euch behilflich sein und dadurch werdet ihr dann weniger leiden. Nochmal danke an Random Brain. Schaut bei ihm vorbei und bis zum nächsten Mal. Heute, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Funtainment München vorbei, wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.